Willkommen bei Vegan ganz leicht. Diese Woche geht es um Fast Food. Ja, ich hätte mal eine Frage zu. Das ist ja Englisch. Und das Fast hat ja zwei Bedeutungen. Kommt das von schnell oder von Fasten? Aber wenn es von Fasten kommt, dann macht das ja wenig Sinn. Weil man isst ja nicht zum Fasten, oder? Naja, aber wenn du zum Beispiel jetzt hier nur so ein Salatblatt isst, das ist ja fast wie Fasten und dann passt es wieder. Nee, das kommt schon von schnell. Und das kommt daher, weil die Zubereitung so blitzschnell verläuft. Ja, aber mal angenommen, ich nehme jetzt hier so ein Stück Obst. Das muss ich ja nur hernehmen und kann es direkt essen. Das ist ja auch total schnell zubereitet. Und bei dem Salatblatt war das doch genauso. Nee. Ich meine, ja, du hast recht, das geht zwar schnell, aber eine der bedeutenden Eigenschaften von Fastfood ist, dass es auch ungesund sein muss. Und Obst und Salat passt da einfach nicht. Ach so, ungesund, damit es dich dann schneller ins Grab bringt. Ja, genau. Also wenn ich mir jetzt hier so eine Schüssel nehme und mache da hier so Schokopuff rein und dann noch Haferdrink dazu, ist das dann Fast Food? Naja, vielleicht. Aber ich glaube, so richtiges Fast Food, das müsste salzig und fettig sein. Moment, ich zeige euch, was ich meine. Hier, sowas, das ist richtiges Fastfood. Das ist alles schon zubereitet, das muss man nur noch auspacken. Selbst das ist noch hier und dann vielleicht nochmal irgendwie warm machen, dann kann man es direkt essen. 90 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle, so wird das gemacht. Oh, unsere Mikrowelle ist doch kaputt, die fängt immer von alleine nachts an zu piepen. Da habe ich jetzt den Stecker rausgezogen und damit du wieder reinstecken kannst, müssen wir erst hier die ganzen Dinger wegmachen, damit die Kaninchen nicht an den Kabel gehen. Und bevor das alles weggeräumt ist, da brauchst du wieder länger und das ist okay Fast Food mehr. Nicht im Zorn, mein Junge, ich mache das schon. Gucke und schon ist fertig. Und er hat sogar hier oben und unten einen Griff, damit man sich nicht die Finger schmutzig machen muss beim Anfassen. Hier, Junge. Ja, das war soweit von uns. Ich hoffe, es hat euch allen gut gefallen. Dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Vegan ganz leicht.